Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Schwatzing Intro Farming Projekt. Wir gammeln gerade beim Händler ab, bei dem Herrn Adler, und wollen unsere zwei Geräte exportieren. Oh, was ist denn hier für ein Beat gerade? Yo, moin! Hey Miguel, hallo! Hallo, guck mal, wir haben hier draußen einen Traktor, ein wunderschönes Gerät. Sag mal, hast du die Diskussion da mitbekommen? Da unten? Ja, nur so ganz am Rande, nicht viel davon. Aber das muss doch keiner verstehen, oder? Ja, wie gesagt, das ist etwas zwischen dir und zwischen Fritzl und Dom. Ja, aber so langsam habe ich das Gefühl, der will mich schlecht machen. Kann ich nicht drüber urteilen. Ja, das musst du ja auch nicht. Ich sage, das ist ja mein Gefühl. Ja. So, wenn ich zu dir komme und sage, hier ist ein Traktor, der kostet 100.000 neu, der hat nur 5 Betriebsstunden und ich möchte 80.000 dafür. Was bitte ist denn da ein schlechtes Angebot? Da muss man doch nicht so über einen wieder so ausfällig werden, oder? Ja. Verstehe ich nicht. Was wollen die? Hallo, geschenkt? Herr Adler. Hallo. Ich hab so echt das Gefühl, die wollen die Sachen geschenkt zurzeit. Ja. Alles immer. Ja, nee, aber soll ich dir mal was sagen? Ich glaube, die Lieferzeiten sollten sich mal wieder drastisch erhöhen. Ja gut, auf die Lieferzeiten haben wir ja keinen Einfluss, das ist ja von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, der eine liefert so, der andere liefert mal ein bisschen verzögerter, also da... Ja, aber wenn ich sehe, dass wo es Lieferschwierigkeiten bei Pöttinger gab, ja, und ich das hier Monate noch vorgehalten kriege, so wie als wenn es meine Schuld wäre und ich das mit Absicht gemacht hätte, also das ist ja schon frech. Das ist schon anders frech. Ja gut, das ist... Bevor wir zu deinen Traktoren kommen, könntet ihr bitte noch kurz mit mir kommen? Ja, ich hätte sogar noch eine andere Sache außer die Traktoren. Ihr habt doch die Walzen bei mir, beim Häcksler hier eingebaut. Das ist richtig, oder? Hier vorne die Einnahme gewählt. Nee, oder? Ja, genau. Wie war das? Harry, du hast das gemacht? Wir hatten hier unten links, Herr Adler, das Messer war defekt und das hat er mal gewechselt. Die Walzen, an den Walzen haben wir nichts geändert, weil die waren ja, wie gesagt, die sind ja in Ordnung. Die Walzen habe ich doch Miguel mitgegeben zum Austausch. Nee, die Messer. Messer. Die Messer hatten sie mitgegeben, hier. Herr Adler. Das Messer hast du mir mitgegeben. Also das habe ich jedenfalls geholt in deiner Werkstatt. Was für Walzen meinst du jetzt? Ja, die Einzugswalzen hier. Die Einzugswalzen hier, aber die sind doch in Ordnung als Herr Adler. Nee, wir haben die Messer unten gewechselt. Okay, gut, ja, dann betrifft es hier nicht. Okay, gut. Okay. Dann ist was kaputt? Ja, wie gesagt, dann betrifft es hier nicht. Dann. Okay. Okay. Ja, jetzt zu ihrer Bestellung. Ja, erstmal, wir würden gerne die zwei Traktoren exportieren. Und hätten da mal noch eine Frage. Und zwar, wir hätten eine größere Bestellung, wo es um mehrere Sachen geht. Jetzt wäre mal meine Frage, ob man eventuell ab einem bestimmten Bestellwert vielleicht eine andere Kondition mal aushandeln könnte, also mal bekommen könnte, dass man, also für dieses eine Mal, was meine 15% betreffen. Sagen Sie mir, was Sie gerne hätten? Oder ja. Nein, was Sie bestellen würden? Es geht darum, dass wir, also wegen der Bestellung kann ich noch nicht so genau sagen, aber es wäre wahrscheinlich so um eine halbe Million, was wir da bräuchten. Insgesamt. Ja. Und da wäre halt die Frage, ob man da vielleicht anstatt 15% vielleicht 18% bekommen könnte oder so. Wo würde diese Investition hingehen? In welche Richtung? In welche Richtung? Das haben wir noch nicht ganz ermittelt. Also da gibt es noch nichts Festes. Deswegen, das ist einfach nur so allgemein. Ja, da müssen Sie schon konkreter werden, bevor ich da zustimmen oder ablehnen kann, weil das ist mir alles noch zu schwammig. Ja, nee, es ging jetzt nur darum, es geht nur darum, um den Umfang halt, dass wenn man sagt, man vielleicht lohnt, da würde es sich vielleicht für uns auch mal lohnen, vielleicht mal 2-3 Bestellungen auch zu sammeln, weißt du? Wenn man jetzt sagt, bei einer halben Million könnten wir mal 18% kriegen oder so. Ich mir bis anhin grundsätzlich so noch nicht vorstellen. Nee. Nein, geht bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Also generell gar nicht, oder? Ja. Wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt nicht.
Schade. Schade, weil es ja doch schon ein sehr, sehr, also über eine halbe Million ist natürlich schon heftig. Wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Ja gut, dann ist ja das Gespräch schon wieder beendet. Ja, also du hast noch was. Diese zwei Traktoren müssen ja, immer noch weg, hast du gesagt. Gut, dann muss ich mich da mal noch in Verbindung setzen mit meinem das ist nicht normal, ausländischen Kollegen. Was mir der dafür gibt. Alle so angepieselt, an was liegt das? Sagt mir das. Vielleicht nimmt das ja auch gar nicht an. Ich meine, er hat den Braten gerochen mit dem Ideal. Weiß ich so nicht. Nochmal bitte was? Vielleicht nimmt er die Traktoren auch so gar nicht an, das weiß ich nicht. Warum? Wenn er kein Interesse hat. Ja. Muss ich schauen. Ja, wenn nicht, dann nicht. Dann fahren wir sie da hoch auf den Berg und lassen sie runter aufrollen und fertig ist. Oder stellen sie zum Verrosten in die Halle oder was weiß ich, keine Ahnung, wenn die Traktoren keiner will. Ja, gut. Nein, ich kläre das ab, mach das. Danke. Bitteschön. Komm, Harry, wir joggen heute mal eine Runde. Jo, okay. Kleiner Spaziergang an der frischen Luft tut bestimmt nicht na gut. Na klar, das tut bestimmt gut. Ach, Moment. So, warte mal, Adler? Ja. Der Servicetrakt, der da hinten steht, kann auch weg. Den wird man auch, den wird man auch mit abgeben. Vielleicht will den ja auch irgendjemand oder nicht. Kannst ja mal gucken. Ja, also mal anfragen. Gut. Ja. Jo. So, auf ja. geht's. So. Den der Adler anrufen. Erstmal gehen hier bitte woanders. Boah, Alter. So. Alter Vater, ey. Hat er sich aber nicht mit sich reden lassen, ne? Ey, Harry, ganz ehrlich. Ich glaube, die haben ja alle schlechte Milch im Müsli früh. Also, ich weiß eh nicht. Irgendwie ey, das ist ja nicht normal, ne? Oder? Die haben auch schon wieder alle ganz schön schlechte Laune. Auch schon wieder hängt da bitte was schief. Ey, genau dasselbe habe ich auch gerade gesagt. Die haben doch alle irgendwie schlechte Laune hier, oder? Da kannst du mir das sagen, was du willst. Was ist das Problem? Da will keiner handeln, keiner will irgendjemand mal irgendwie was zu viel geben. Irgendwie. Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich habe auch so das Gefühl, hier denkt jeder, der andere, hier will jeder den anderen was wegnehmen, alter Schwede, ey. Da wird ja echt viel mehr Angst hier. Irgendwie bleibt ja das Menschliche sehr auf der Strecke, also. Die Sozialaspekte, ne? Ja. Ja, finde ich auch. Wir sollten vielleicht mal so einen Nachmittag mit allen zusammen an der Kneipe machen. Warte mal kurz, hat mein Handy geklingelt? Hallo? Hallo. Hallo? Spreche ich da mit einem gewissen Miguel McManus? Ja. Sie müssen über mich nur wissen, ich bin Mr. Nobody. Ich bin im Auftrag der CIA unterwegs. Ha? Und ich ermittle im Fall vom Falco Hirschfeld. Oh. Okay, Harry, komm mal zur Seite. Okay. Sie ermitteln den Fall von Herrn Hirschfeld? Ja, beziehungsweise gegen den Herrn Hirschfeld. Aha, okay, das ist ja interessant. Ja. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Na, ich habe mitgekriegt durch meine Agenten, dass sie dann doch Probleme haben. Dass sie benachteiligt werden oder so. Der Herr Hirschfeld ist, der Hirschfeld ist tatsächlich immer mal da gewesen und ich sag mal, da gab's diverse Unstimmigkeiten, das ist schon richtig, ja. Ja, diese Unstimmigkeiten haben nicht nur hier angefangen, sondern schon in Felsbrunn. Da war er auch schon Bürgermeister und da hat auch nicht alles gut funktioniert. Okay, und wie kann ich Ihnen da jetzt helfen? Mit Informationen. Naja, wir glauben halt, also puh, das ist natürlich eine Hausnummer. Also, am Telefon ist das immer so eine Sache. Ist das eine sichere Leitung? Ja. Warten Sie mal ganz kurz, bleiben Sie mal dran. Harry? Ja? Hier ist einer, der sagt, er wäre von der CIA. Oder irgend sowas, keine Ahnung. Und die ermitteln gegen den Hirschfeld. Der hätte es damals, ja, der hätte es damals schon Unstimmigkeiten gegeben. Und jetzt gibt's hier ja auch wieder, gab's ja ein paar Unstimmigkeiten und die suchen Informationen. Aha. Und die wollen die jetzt von dir jetzt hier haben, oder was? Ja, irgendwie, keine Ahnung, ist ein bisschen komisch, oder? Also ich würde dir raten, also wenn die Informationen haben wollen, dann sollten die womöglich dann doch mal zu uns kommen und sich hier vorstellen. Ja, oder dass man sich mal irgendwo trifft an einem neutralen Ort so. Oder sowas. Richtig, ja. Aber nicht am Telefon. Also am Telefon, nee. Das kann ja jeder sein. Das ist ein bisschen suspekt. Nee, das sehe ich auch so. Hallo? Ja. Ja, folgendes, und zwar, also wir haben schon ein paar Sachen,
ne, über den Herrn Hirschfeld, was wir so wissen, rausgefunden haben und alles. Ja. Wir können uns da auch eine Zusammenarbeit schon vorstellen, aber das Problem ist, am Telefon können wir das nicht machen. Also wir können das uns, ja, wir können uns auf einem neutralen Boden da gerne treffen. Es geht auf gar keinen Fall an der Firma. Nein, das hätte ich auch nicht gesagt. Und dass man sich vielleicht irgendwo trifft und dann könnten wir da Ihnen ein bisschen was erzählen zu Herrn Hirschfeld, ja. Wenn, ja. Aber da wäre die absolute Bedingung, wäre, dass wir absolut inkognito bleiben. Natürlich. Okay. Es werden keine Namen erwähnt. Und selbst wenn irgendwas sein sollte, meine Männer haben alles im Blick. Ja. Und wenn irgendwas unstimmig sein sollte, können wir sofort eingreifen. Okay. Mein Kontakt in der Stadt ist der Herr Jäger. Der Herr Jäger? Ja. Okay, alles klar. Also Ihr Kontakt ist der Herr Jäger, okay. Genau. Also wenden wir uns an den Herrn Jäger. Genau. Sagen Sie dem Bescheid. Es gibt noch einen Codesatz. Okay. Oh, scheiße, das muss ich mir aufschreiben. Ja? Kann ich? Ja? Heute ist ein schöner Tag. Stimmt. Aber einen Schirm habe ich trotzdem dabei. Heute ist ein schöner Tag und das Antwort stimmt. Aber einen Schirm habe ich trotzdem dabei. Genau. Okay, habe ich, ja, ist abgespeichert. Okay, dann werden wir uns an den Herrn Jäger wenden und werden mit dem den Informationsaustausch machen. Genau. Okay, alles klar. Eine Frage? Ich hoffe, Sie verstehen das jetzt nicht falsch. Alles gut. Springt für uns was raus dabei? Wenn es erfolgreich wird, ja. Oh, okay. Das war nur, wollte ich hören. Nicht falsch, ihr versteht es jetzt nicht falsch, ne? Wir sind nicht so, aber hätte ja sein können. Gut. Dann Dankeschön erstmal für den Anruf und ja, ich hoffe, wir können bei Ihren Ermittlungen da helfen. Ja, auf Wiedersehen. Wiederhören. Alter Schwede. Ja, warte mal, andere Leitung schon wieder. Ja? Miguel, guten Tag. Ja, servus. Du hast so einen Drescher, ne? Ja. Willst du was dreschen für mich? Was denn? Kommt drauf an. 25. Was ist da drauf? Raps. Den Raps vom Feld holen? Jo. Okay. Kannst du mitnehmen. Ach, den brauchst du nicht? Mhm. Wäre das die Bezahlung? Mhm. Machen wir. Ja, dann bitte Zeit ziemlich zügig. Dankeschön. Ja, tschüss. Tschüss. Ciao. Harry? Ja. Okay, wir haben einen super Auftrag gekriegt. 25 Drechen ist Raps drauf, können wir behalten. Ist unsere Bezahlung. Ja, gut. Ja, was steht denn da Raps im Kurs eigentlich? Rapsi Baby, Rapsi Babsi. Ja, das sieht gut aus. Ja, Harry. Miguel? Ja? Hörst du mich? Ja, hab ja gesagt. Sehr schön. 27.754 müssen dir gut geschrieben worden sein. Sehe ich das richtig? 27.000? Ja. Mir wurde irgendwie ein bisschen mehr gut geschrieben. Was wurde dir gut geschrieben? Moment. 131.500. Der Fentat 78 hat er mir gegeben dafür, 78.300. Der Deutz 21.848. Für den Frontlader hat er mir noch 3.000 gesprochen, aber hat mich dann auch wieder gleich aus seiner Werkstatt vertrieben, weil er so mit dem Preis hochgehen wollte. Und für den Servicetag hat er gesagt, ja, der Zustand sei noch okay und hat mir 27 gegeben. Einfach, dass du das weißt. Aber ja, aber dann passt das ja. Ja, aber ich glaube, ich muss mir jetzt einen neuen Exporthändler suchen. Mit dem habe ich es mir vertan. Der ist ein bisschen sauer auf mich. Naja. Echt jetzt? Ja, da. Ja, ich wollte ja, das eben relativ... Die sind eh immer komisch, die Exporthändler. Dafür. Ja. Einfach, dass du es weißt, dann hast du jetzt das Geld. Dankeschön, das ist gut, dass das geklappt hat. Danke dir. Gut, bitteschön. Tschüss. Ciao. So, gut, Harry. Also, oh, scheiße. An den Herrn Jäger sollen wir uns da wenden. Aha, was hat denn der? Was hat denn der mit dem? Das wäre der Kontaktmann. Und wir sollen dann, da gibt es ein Kontaktwort, wir sollen sagen, heute ist ein schöner Tag. Und der Herr Jäger muss dann antworten, stimmt, aber ich habe einen Schirm, stimmt, aber einen Schirm habe ich trotzdem dabei. Mhm.
Das ist so dieser Kontakt, okay. Und dann sollen wir dem die Informationen geben, die wir über den Dings haben. Aber ich glaube, das müssen wir erstmal zusammensammeln, oder? Ja. Da müssen wir vielleicht auch nochmal mit dem Dings, mit dem Fuhrmann reden, oder? Mit dem Fuhrmann, ich habe ja dann auch immer ein bisschen was gesehen. Da hat er auch beim Fritzl so mal so nebenbei sich einfach mal was mitnehmen dürfen. Wer? Ohne was zu bezahlen, ja, der Herr Hirschfeld. Ach so, der Hirschfeld? Echt? Ja. Beim Fritzl, ja. Oh, das passt ja gerade. Gut. Der hat mal sich so zwei Schweinchen mitnehmen dürfen, so wie ich das mal mitgekriegt habe. Ach ja. Weißt du, aber habe ich gesehen, ich war da zu der Zeit oben auf dem Feld, weißt du, habe gerade geackert und da kam quasi der Hirschfeld mit dem Transporter, also mit dem Viehtransporter hinten dran, so ein Hänger, weißt du. Ja. Und ist da halt zum Schweinestall hingefahren, ne, und da habe ich die zwei gesehen, wie sie sich da an den Schweinen gerieben haben, während sie die Reihen getrieben haben. Sensationell. Das glaube ich, sollten wir auf jeden Fall weitergeben. Ja. Pass auf. Geld ist da keins geflossen. Ich weiß nicht, was da fließt bei den Zweien. Ich will es vielleicht schon gar nicht wissen. Naja. Pass auf, wir müssen jetzt erstmal was anderes machen. Ganz kurz. Und zwar, das Allerwichtigste erstmal, dass wir den Ideal anbieten. Da geht es um eine Menge Kohle. Richtig. Ich kauf das ein, das gute Stück mit Schneidwerk. Für 461.500, ne? Und Kosten. Oh shit. Warte. Hier. So. Und Kosten tut der in dem Katalog 543.000 mit Schneidwerk. Gell? Das macht eine Differenz. 400. So, von 81.500. So, 81.500. Ja, ist richtig. Ist unser Spielraum, den wir haben. Oh, der. Okay. Adler und Jäger, was machen die denn hier? Hier, keine Ahnung, Adler und Jäger. Hallo. Moin. Hallo. Guten Tag, die Damen. Hallo. Die Damen, ja, selber Dame. Ich wollte hier mal meinen neuen Mitarbeiter vorerst vorstellen, der Herr Jäger. Er ist ja hauptberuflich ist er im Forstamt tätig, durch das die Baumkulturen hier relativ beständig sind. Hat er noch einen neuen Nebenjob gesucht und er hilft mir jetzt da bei der Maschinenwartung und so weiter und so fort. Ah ja, gut, das ist ja gut. Ja. Guten Tag, Herr Jäger. Ja, hallo, Herr Manus. Hallo, heute ist ein wirklich schöner Tag. Ja, mag sein. Finden Sie auch? Ja, finde ich auch. Dass heute so ein schöner Tag ist? Ja. Gut, einfach, dass du da Bescheid weißt, ja? Ich weiß Bescheid, auf jeden Fall, ja. Gut. Wenn da irgendwelche krummen Dinge vorfallen sollten gegenüber ihm, wird das ziemlich zügig auch an mich weitergetragen und das wird dann auch Konsequenzen haben. Einfach, dass du Hörst du das? Bescheid weißt. Ja. Sag mal, was haben die alle in ihrem... Was nehmen die alle? Ist innes. Irgendwie denken die alle, du bist ein krummer Hund. Aber warum? Was ist denn los? Vielleicht, weil da schon gewisse Sachen vorgefallen sind. Ja, aber das ist ja nicht so, dass ihr alle... Es ist doch aber trotzdem... Ist da niemand da, der hier eine weiße Weste? So wie er immer alle tut. Nein, aber... Ja, aber das Erste, was man immer bekommt, ist... Hallo? Ja, hier ist mein neuer Mitarbeiter. Und da kommt eine Drohung. So, wenn, nein, war, dann gibt's hier... Das war keine Drohung. Natürlich. Das war überhaupt keine Drohung. Das war eine Information. Nee, wer war das nicht? Das war eine Drohung. Der fährt nicht auf den Hof. Natürlich, wenn dir was vorfällt, dann hat das Konsequenzen. Es ist ja gar nichts passiert. Und der Herr Jäger hat ja direkt einen schlechten Eindruck von mir. Das Wort nein hat er nicht. Herr Jäger, haben Sie einen schlechten Eindruck von ihm? Nö. Aber ich finde, heute ist ein sehr schöner Tag, Herr Jäger. Ja, stimmt. Harry, hast du kurz einen Moment? Hallo, Fritzl. Ja, natürlich. Was hast du denn auf dem Herzen? Komm mal zur Seite ein Stück. Also, wenn Sie das als Drohung aufgefasst haben, dann... Nein, als Drohung. Sie sagen, dass Sie mich bedrohen, ja, um Gottes Willen. Ne?
Das nicht, aber es sind alle so, weißt du, es sind alle so pseudo-aggressiv. Jeder denkt immer irgendwie, jeder will dem anderen was klauen und irgendwas Schlechtes. Das ist ja furchtbar hier in Schwatzingen. Der hinten, mit dem kannst du nicht mehr reden, der hat Paranoia, as fuck. Ja, und ansonsten sind die auch, die alle anderen hier, die haben auch alle zu langsam entwickelt hier eine Paranoia, habe ich das Gefühl. Ach ja, gut, du weißt jetzt Bescheid, es läuft alles weiter. Wegen den Prozenten habe ich mir Gedanken gemacht, auf 16 könnte ich noch gehen, alles andere. Okay, ja, ist ja wenigstens was. Wird in weiter Zukunft nicht möglich sein, aber 16, das ja. Ist okay. Ja, ist ja wenigstens was. Ja, genau, das dachte ich mir auch. Gut, dann weißt du ihr Bescheid. Okay, passt, super. Gut, dankeschön. Dankeschön, einen schönen Tag Ihnen, Herr Jäger. Ja, danke gleichfalls. Achso, warten Sie mal ganz kurz, Herr Jäger. Ja. Haben Sie auch eine Telefonnummer oder so, ein Kärtchen von Ihnen, dass man sie mal erreicht? Wie bitte? Die haben Sie schon bekommen. Ach ja, stimmt. Ich war doch schon damals da. Ja, stimmt, haben Sie recht. Förster. Na, passt. Gut, habe ich noch. Muss ich noch raussuchen. Ich melde mich mal bei Ihnen, ne? Ja, machen Sie das. Tschüss. Ciao. Jetzt auch den Vertrag nicht sprechen, also da muss er sich schön dran halten. So sehe ich das ja auch. Ja, normalerweise müsste der Fuhrmann jetzt zum Herrn Hofbauer gehen und sagen, ja, die Sämaschine kommt wieder zurück. Eigentlich schon, genau, so sehe ich das auch. Hat er denn von dir von der BGA schon was bekommen? Nee, er hat weder was geliefert, sonst noch irgendetwas. Mhm. Aber ich wollte halt jetzt nur eben nachfragen, weil ich war auch genauso der Meinung, wie du es mir jetzt gesagt hast. Ja, definitiv. Also da beißt du Maus keinen Faden ab, da kannst du ganz beruhigt sein, Fritzel, da schickst du am Vormann einfach mal zu mir. Ja, alles klar, mach ich so. Aber Harry, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, gerade hier, zum Kaffeeklatsch. Miguel! Was? Ich würde ganz gerne noch mal ein Gespräch mit dir suchen. Warum? Gut, das ist schön. Kommt mit rein, mit trinken einen Kaffee. Kaffee, ja, gut. Das ist doch mal schön, wenn ihr zwei euch mal zusammenfindet zu einem Gespräch, das ist doch, ach Mensch, da geht man gleich ein Herzl auf. Miguel! Ja, warte, ich hole einen Kaffee. Ich trinke gar keinen Kaffee, ich brauche nichts. So, mit Liebe durchgebrüht. Ja, danke, ich trinke gar keinen Kaffee. Es gibt Länder, in denen wird man, in denen ist das äußerst unhöflich, wenn man die Dinge ablehnt. Aber meine lieben Freunde, wir sind erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, was der hier von uns will. Schauen wir mal morgen. Und morgen Abend auch 20 Uhr Livestream. Vergesst es bitte nicht. Also morgen Abend 20 Uhr sind wir auch wieder live. Schwatzing. Dann eventuell auch mit der neuen Map-Version. Schauen wir mal, lasst euch überraschen. Und ja, wir sind erstmal raus. Bis dahin, tschüss. Tschüss.